Klaus, wie viele Jahre waren Sie jetzt in der SPD? Über 38 Jahre. Ich bin 1971 als 17-Jähriger eingetreten. Was war die Motivation, mal einzutreten? Die Motivation war, dass die SPD damals tatsächlich die Partei der Jugend war. Sie hat uns, die junge Generation, verstanden. Wir hatten ja damals große Probleme. Volljährigkeit war noch 21 und Kuppeleiparagraf. Wir durften keine Freundinnen und Freunde mit nach Hause nehmen, nicht über Nacht. Also wir waren als Junge damals sehr stark daran interessiert, dass die alten Konservativen, die verbohrte Generation, endlich weg waren. Das hat damals die SPD symbolisiert. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was gibt es für traurige Momente und für schöne Momente, an die Sie sich erinnern, also erfolgreiche? Ja, also traurige Momente waren natürlich immer Wahlniederlagen, nicht? Wer mag sowas schon? Da gab es bittere, es gab auch wunderbare Erfolge, das ist klar. Und inhaltlich auf die Arbeit als Bundestagsabgeordneter bezogen, der ich jetzt immerhin auch 15 Jahre war, glaube ich, wir können sehr viele Erfolge vorweisen im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung, soweit der Bund zuständig ist, vom BAföG bis jetzt zum Bau von Studierendenwohnungen, die wir noch in letzter Minute ins Konjunkturprogramm gebracht haben. Das sind also Dinge, auf die ich durchaus auch stolz bin, auf diese parlamentarische Arbeit, die wir da leisten konnten. Dunkle Stunden waren eindeutig alles, was mit Internetpolitik zustande kam und zusammenhing. Hackerparagraf, also alles, was in diesem Bereich Urheberrecht, nicht nur die ganzen Überwachungsdinge der letzten Jahre, BKA-Gesetz, Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung, wo ich gezwungen war, einen Kompromiss mitzutragen, den ich selbst ausgehandelt hatte. Heute halte ich es für einen großen Fehler, wir hätten ihn nicht aushandeln sollen, diesen Kompromiss. Weil dann wäre es vor dem Bundesverfassungsgericht möglicherweise noch klarer gewesen, aber ich habe geglaubt, damals noch was bewirken zu können. Es gab sicherlich dann eben schwierige Momente, dunkle Momente, von denen Sie eben erzählt haben, aber auch vielleicht in früherer Zeit, die Sie nicht dazu bewegt haben, aus der Partei auszutreten. Also ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich irgendwann aus dieser Partei austreten würde, wenn mir das am letzten Wochenende noch jemand gesagt hätte, ich sagte, geh zum Arzt bei unserem Bundesparteitag. Aber es ging los auf diesem Bundesparteitag dadurch, dass man im Parteivorstand den Antrag abgebürstet hat, zu einem Kompromiss umformuliert hat, der letztlich vorbereitet war, offensichtlich auch ganz ordentlich vorbereitet war mit der CDU. Es war so, dass eine Diskussion unterbunden wurde mit Geschäftsordnungstricks. Es war so, dass man sogar gesagt hat, diese Debatte ist auf diesem Bundesparteitag medial unerwünscht. In der Fraktion gab es keine sachliche Diskussion. Es sind wirklich falsche Dinge vorgetragen worden vom Berichterstatter. Trotzdem gab es eine große Mehrheit. Und am Donnerstag dann diese Abstimmung im Bundestag, die ich trotz der 134.000 und der vielen Einwände der Sachverständigen so erlebt habe, wie sie durchgeführt worden ist. Kalt wie Hundeschnauze, ohne Berücksichtigung des eigentlichen Anliegens, nur weil man gedacht hat, man täte etwas gegen Pornografie mit Kindern. Und wenn sich ein Parlament derart auf ein Nebengleis schieben lässt, ein gut gemeintes, ein Gleis schieben lässt, wo Zensurinfrastruktur unter Vorspiegelung falscher Tatsachen entsteht, dann ist es bitter. Aber es hat Sie trotzdem dazu bewegt, eben aus der Partei auszutreten. Es war das Tröpfchen, das das fast zum Überlaufen gebracht hat. Oder war es vielleicht auch, wenn wir jetzt an den 12. Februar denken, wo wir hier schon mal gesessen haben und Sie noch nicht unter diesem Verdacht standen, war es vielleicht auch die Reaktion Ihrer Parteifreunde? Ja, es kommen sicherlich immer ein paar Dinge zusammen, aber ich hätte das ausgehalten. Ich hatte im November letzten Jahres eine heftige Auseinandersetzung mit meiner Fraktion, als ich als Koordinator für den Bereich des Datenschutzes im wahrsten Sinne des Wortes abgesägt worden bin von Peter Struck. Das Ergebnis sieht man jetzt, das Datenschutz-Audit-Gesetz, das wir mit Sicherheit hinbekommen hätten, was wichtig gewesen wäre, kommt nicht zustande. Mit der Union ist nur noch ein Verwässerungsgesetz zu machen, was unter dem bleibt, was die Union selbst mal im letzten Herbst unter dem Eindruck der Datenschutzskandale gefordert hat. Da könnte man verhandeln, da könnte man die CDU unter Druck setzen. Es gibt kein Interesse meiner Partei mehr, sich diese bürgerrechtlichen Themen anzunehmen. Man hält sie für weiche Themen. In allen anderen Themen bin ich mit meiner Partei durchaus in Übereinklang. In allen Fragen des Internets, der Bürgerrechte, der inneren Sicherheit und der Rechtspolitik haben wir Fehlentwicklungen, von denen ich glaube, sie können nur noch durch Druck von außen auf die etablierte, auch die etablierte sozialdemokratische Politik gestoppt werden. Nun mögen einige Ihrer Parteifreunde sicherlich denken, der Taus ist durchgeknallt, der geht in eine Partei, wird dort Mitglied, von der wir die Meinung haben, dass sie gar kein Programm hat.
Also ich habe schon vor wenigen Wochen unserem Fraktionsgeschäftsführer gesagt, guckt nach Schweden, ihr werdet erleben, die schwedischen Piraten werden einen Erfolg haben, der nahe bei 7-8% liegt. Diese Voraussage hat sich voll erfüllt. Man hat mich damals belächelt, man wusste noch nicht mal, was Piraten sind. Und ich glaube, das ist im Moment unser Vorteil auch als Piraten hier in Deutschland. Man unterschätzt uns. Aber wenn wir einen geschickten Zweitstimmenwahlkampf machen, wenn wir den Leuten sagen, wählt die Menschen, die für unsere Ziele auch stehen. Sie müssen nicht ausschließlich für unsere Ziele stehen. Aber dass sie einstehen für Freiheit im Internet, dass sie einstehen für die Zivilgesellschaft, dafür, dass Bürgerrechte im Internet gekappt, nicht gekappt werden, sondern aufrechterhalten werden. Wenn wir das gut machen, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, auch hier zu Überraschungserfolgen zu kommen. Ist dieser Eintritt mit dem heutigen Tag vielleicht auch ein Zeichen eines Wechsels, wie er seinerzeit entstanden ist, als die Grünen plötzlich an die Regierung kamen mit Joschka Fischer? Man weiß es nicht, Geschichte wiederholt sich nicht immer, aber wenn es weiterhin so ist, dass die Parteien, und ich zähle die Grünen dazu und auch die FDP dazu, die mit Sicherheit korrekte liberale Positionen in diesem Bereich in vielen Punkten hat, ich bewundere Leute wie Baum und Hirsch, die allerdings auch sagen, wir sind Liberale in erster Linie, nicht FDPler, wenn ich sehe, wo die FDP dann auch in den Ländern kneift. Jetzt hat die FDP die Chance, ein enormes Kontrollverfahren gegen dieses Gesetz einzuleiten. Ich bin gespannt, ob sie den Mut dazu hat. Also wir brauchen die FDP, wir brauchen die Grünen, wir brauchen im Grunde genommen alle Parteien. Aber ich sage nochmal, es bedarf einer jungen, modernen Partei wie der Piraten mit genügend Sachverstand, mit Engagement, die dann auch in der Lage sind, auf die etablierten Druck auszuüben. Und das ist auch bei den Grünen notwendig. Das hat die Abstimmung letzte Woche gezeigt, wo ein Teil der alternden Grünen eben auch gezeigt haben, dass sie nicht mehr begreifen, was Internet ist. Und wäre es da nicht angebracht gewesen, in die FDP einzutreten, die ja vielleicht den Forderungen der Piraten auch sehr nahe stehen oder sehr nahe kommen? Also in eine Hirschpartei, in eine Baumpartei wäre ich jederzeit eingetreten, in eine Westerwelle-Partei nie. Begründen Sie das. Naja, also Herr Westerwelle steht auch nicht für Inhalte, er macht nur Show. Die FDP steht auch für einen Sozialstaat, für den ich als Sozialdemokrat nicht stehe. Sie steht für eine Steuerpolitik, für die ich nicht stehe. Das heißt also, es gibt wenig Berührungspunkte mit der FDP, außer in den Bereichen, die jetzt, wie gesagt, hier mich interessieren. Aber schon beim Urheberrecht war es nicht möglich, mit der FDP zu vernünftigen Lösungen zu kommen, beispielsweise für die Studierenden. Diese Regeln, dass wir in den Bibliotheken PCs begrenzen müssen, damit nicht zu viel reingeguckt wird, dass wir keine vernünftigen Datenübertragungen ermöglichen von Inhalten, die an der Uni gelehrt werden, in die Studentenwohnheime, die Infrastruktur zum Teil nicht genutzt werden kann, weil das Urheberrecht nicht stimmt. Das hat die FDP mit zu verantworten. Also insofern ist meine Deckungsgleichheit in Internetfragen, in Urheberrechtsfragen, in vielen anderen Fragen, die das Internet betreffen, wesentlich größer, wie gesagt, mit den Piraten als mit dieser FDP. Zumal ich immer sage, in vielen anderen Fragen bleibe ich Sozialdemokrat. Sie behalten Ihr Mandat? Ich behalte mein Mandat und ich werde der erste Bundestagsabgeordnete der Piraten im Deutschen Bundestag sein und ich hoffe, im Herbst kommen noch mehr. Mit welchen Programmen, welchen Forderungen werden Sie die nächste Bundestagssitzung Ja, ich weiß es nicht, wie die Tagesordnung ist. Es steht natürlich jetzt auch die Sommerpause an, aber schauen wir mal, wenn die Tagesordnung es hergibt, können wir ohne Problem auch nochmal ein Piratenthema dann also auch thematisch im Plenum erörtern. Auch wenn ich mich schon mal prophylaktisch letzten Donnerstag bei meinen Kolleginnen und Kollegen verabschiedet habe. Aber man kann ja auch durchaus wiederkommen und wenn nächste Woche sich eine Gelegenheit ergibt, mache ich das natürlich dann auch. Es gibt in der Piratenpartei Diskussionen darüber, ob es richtig ist, dass Sie kommen, wegen der Vorwürfe in Karlsruhe. Also ich nehme dieses ernst und ich habe aus diesem Grunde die Piratenpartei auch gefragt, ob sie dies als Belastung empfände. In großer Mehrheit wurde mir mitgeteilt, dies sei nicht so. Es ist ein offenes Verfahren, dessen Einstellung ich mangels Verdacht von der nicht der Bundesanwaltschaft, soweit sind wir noch nicht, deren Einstellung des Verfahrens ich von der Staatsanwaltschaft erwarte. Aber man wird auf jeden Fall versuchen, die Piraten, ich habe das vorher auf der Kundgebung gesagt, mit allen möglichen Chaoten in Zusammenhang zu bringen. In Schweden sind sie mit Vergewaltigern in Zusammenhang gebracht worden. Also eine neue Partei, das ging den Grünen am Anfang auch so, bis zur Bekämpfung mit Dachlatten, muss immer damit rechnen. Wenn die Piraten mich nicht als Belastung empfinden, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen, mein Engagement da einbringen kann. Und wie gesagt, das wird in der Form natürlich erfolgen, dass es nirgendwo zum Schaden gereicht.
Haben Sie auch so vielleicht im Hinterkopf, wenn jetzt eine Zeit der Ruhe eingekehrt ist, dass Sie das vielleicht nochmal bereuen werden? Das glaube ich nicht, weil es ist so, dass jede Veränderung auch eine neue Chance mit sich bringt. Ich glaube nicht, dass die Reue kommt, aber fragen Sie mich ein paar Jahren mal danach. Aber ich glaube, dass wir hier in einem Projekt arbeiten, das erfolgreich sein kann in den nächsten Jahren. Und dann macht es auch Spaß, daran beteiligt gewesen zu sein. Und wenn man dann noch der Erste war, der sich daran beteiligt hat und so in den Geschichtsbüchern steht, der erste Pirat im Bundestag, ne? Und irgendwann sind wir eine ganz starke Fraktion. Also, mein Gott, das motiviert.